Paryżu, obnawy choroszny spalicie. Gotować na żyrobotca dennaja? So, einen Schmuggler haben wir auf jeden Fall noch. Oh, da hinten ist auch irgendwas. Ein Brief. Du schäbiger Bürokrat, wegen dir und deinen beschissenen Regeln wurde ich gefeuert. Was soll ich nur meiner Familie sagen? Wovon sollen wir im nächsten Monat leben? Möge dich jemand irgendwann mit demselben Egoismus behandeln? Okay, was haben wir hier in der Zeitung? Achso, das ist immer noch das Konflikt im Süden. Was heißt Egoismus? Haltet euch an die Regeln, dann ist alles gut. UBW hat der. Alter, was ist das für eine rostige Kiste? Oh, der kauft 4 Zigaretten und 3 Wodka. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Du hast 3 Wodka, 4 Zigaretten. Haben wir doch alles da. So. So, Gewicht. Okay, passt. Sechster Mai. Das passt auch nicht. Kollege, das Foto ist in Ordnung, würde ich sagen. Abwehrkiste, Düngemittel 11, Benzinfass. Okay, das ist alles nicht drüber. Über den Bestimmungen. Aber wir checken das trotzdem mal. Ob das hier passt. Düngemittel. Hat er 11 angegeben, sind nur bloß 10 Säcke. Ja, gut. Dann passt es halt nicht mit dem Frachtbrief. Fahrzeugtyp Azar V. Ja. Ich denke schon. Ja, das passt. Gewicht war okay, 289 darf er haben. Kennzeichen nochmal checken. QBW 2923JQ. QBW 2923JQ. Das passt. Spiegel hat er keine. Reifen sind intakt, hier fehlt ein Stück Stoßstange, oder? Kollege. Also fehlende Spiegel, fehlende Stoßstange und ein Reifen ist platt. Ich weiß nicht, Karosserie sieht jetzt auch nicht so besonders toll aus, aber ich glaube, das zählt nicht als kaputt. Räum mal weg. Einreise verweigert. Geht's eigentlich noch? Was drohen die mir hier alle? Kollege. Was habe ich übersehen? Der Name war nicht in Ordnung. Das habe ich doch geprüft. Warte mal, ich will mal kurz dein Kennzeichen checken. Hm.
So, April 81 ist auch schon abgelaufen. Ist ja alles abgelaufen. Ja, 99, 91 Lee. Ja, 99, 91 Lee. Okay, wir fangen mal an. Also kaputte Reifen. Auf jeden Fall einen. Einer ist kaputt. Zerbrochene Scheiben. Habe ich auch mindestens eine gesehen. Ja, mehr sind sie aber auch nicht. Gesprungener Scheinwerfer haben wir hier einen. Machen wir zu hier. Also auch einer. Fehlende Spiegel. Der rechten Seite fehlt er. Fehlende Stoßstange vorne. Hinten ist okay, glaube ich. Ja, kaputte Karosserie hat er jetzt nicht. So, Gewicht. Ist ja leer, sollte auf jeden Fall nicht drüber sein. Ein Grasduck. Passt. Fahrzeugtyp, Frachtbrief, Foto. Guck ich nochmal an. Ja, passt doch. Gewicht, Kennzeichen passt. Fahrzeugtyp. Aktuelle Bestimmung passt auf jeden Fall auch. Trotzdem darfst du nicht rein, Kollege. Guck dir den Bericht an, da weißt du, warum du nicht rein darfst. Sole, Ilio, Otsabik Sarasta. Zweimal Zigaretten nimmt er. Das müssen wir noch nutzen hier. Eto atabarsti teresin. Oh, ich glaube, das Foto stimmt nicht. Der Name stimmt auch schon nicht. Stimmt überhaupt irgendwas? Wir haben hier auch 5 Chemikalien. 4 dürfen sie dabei haben, oder? Ja, also tägliche Bestimmung nicht. Auto passt nicht. Steigen wir wieder aus. MPF 3397 LA. Akro Nurmaes Menotsa. Ein Kühlschrank, ein Gasherd, 2 Ölfässer, 4 Heuballen, 3 Reinigungsmittel. Ölfässer sind auch Chemikalien, ja. Damit ist er drüber. Frachtbrief passt aber soweit. Fahrzeugtyp würde ich sagen, passt auch. Ehrlich, 57, ja. Kennzeichen war okay, Fahrzeuggewicht war auch okay. Aufräumen, komm. Die Räder sind okay. Scheinwerfer, Spiegel. Bleiben.
Passt. Dann ist es soweit. Ja. Dann kann er weiterfahren. Ja, also quasi. Eben nicht weiterfahren, sondern wieder nach Hause fahren. War das da, Sipka? GED, da ist er. Mhm, nee. Kannst gleich mit aussteigen. Akron nur masch minut schas. 3 Wodka kaufte. Ist eigentlich moralisch verwerflich, ihn wegen Schmuggel festzunehmen und ihm selbst aber Schmuggelware zu verkaufen? Ich dachte, es wäre unter der Felge. Warum er das jetzt hergeflogen kam. Okay. Ada, at Maduro. Was haben wir übersehen? Ach, Motor habe ich nicht aufgemacht, verdammt. Waren ja jetzt eigentlich alle Schmuggler. Hey, ach, 82. Ah, okay. Ach, toll, weil das sollte passen. ABM 5256 BN. ABM 5256 BN. Ja, wir laden es kurz aus. Ich will checken, ob ich alles habe. Ach, Tollbein, passt. ...3650, das passt auch. Zager 53. Wie sieht das Ding denn aus? So. Okay, Name passt, Haltbarkeit passt, Passnummer hat gepasst, Foto passt, Frachtbrief ist auch in Ordnung. Ja. Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Fahrzeuggewicht, aktuelle Bestimmung, ist alles in Ordnung, würde ich sagen.
Wir checken nochmal ganz kurz, ob hier nichts kaputt ist an der Kiste. Spiegel da, Scheinwerfer da, Stoßstange da. Kein Plattenreifen. Hinten sieht auch gut aus. Oh, ich glaube, dann kannst du tatsächlich weiterfahren. Halt wieder handeln. 4 Zigaretten und 5 Wodka. Ich glaube, so viel Wodka habe ich gar nicht mehr. Aber ist okay. Dann habe ich den Scheiß endlich mal los. Und auf geht's. Nochmal perfekter zum Abschluss. So, dann will ich noch mal ganz kurz checken. Das sind alles Fahrzeuge. Was kostet denn das? 600 kostet das Upgrade plus. Das nehmen wir noch mit. Aber die 1,7 lassen wir mal. Okay. Munition haben wir. Das Lager ist jetzt noch nicht übervoll, sag ich mal. Wenn mal 2 drin ist, muss jetzt auch nicht unbedingt abgegeben werden. Alles klar. Dann gehen wir nochmal schlafen. Zur Rücken, ich rufe ihn hier. Ja, meine Kollegen können sich auch mal drauf schießen. Das ist hier viel zu viel Gas. Da muss man die Kamera ran. Ach du Scheiße.
Na gut, dann haben das meine Kollegen jetzt geklärt. Nicht in meiner Schicht habe ich jetzt Errungenschaft bekommen. Dann fahren wir das doch jetzt alles noch schnell weg. Wechseln wir auf die Schrotflinte, weil ich nicht so viel Munition von dem Dings habe. Von der AK. Ich werde jetzt auch nochmal angegriffen. Doch lieber die Pistole, kann ich auf größere Kugeln schießen. Hat er mir die Tür zerschossen hier, der Kollege? Oh, er hat Munition für das SKS dabei. Das wollte ich mir nicht auch nochmal besorgen. Geld habe ich ja jetzt einiges bekommen. Ich kriege noch ein bisschen was. Mal sehen. Ich muss ja sowieso mal beim Vlad vorbei und mir eine neue Munition kaufen. Ob es dann ja, das Scharfschützengewehr ist, ist ja hier. Reicht.
So, Moment. Ja, doch, komm ich vorbei. Zum Glück kostet es immer bloß 50, die Karre zu reparieren, egal wie viel da kaputt ist. Steig aus der scheiß Kiste aus, Junge. Mal kurz alle Waffen nachladen. AK ist nachgeladen. Pistole ist auch nachgeladen. Pistolenmunition habe ich aber noch. Warum habe ich ihn von der AK? Achso, weil das fast leer ist, sein Magazin. Okay. Was kostet denn die Kiste hier? 2800.